Ein absolutes Horrorszenario, ein Atomunfall im belgischen Atomkraftwerk Tihange. Experten und Expertinnen bezweifeln die Sicherheit des Atommeilers und das schon länger. Und auf deutscher Seite herrscht inzwischen Angst vor einem Atomunfall. Knapp 70 Kilometer vom umstrittenen belgischen Kernkraftwerk entfernt liegt Aachen. Und die Aachener Behörden verteilen jetzt Jodtabletten für den Fall des Falles für einen Atomunfall. Eine absolut krasse Maßnahme. Wer die Jodtabletten jetzt genau bekommt, was sie bei einem Atomunfall bewirken und noch weitere Informationen zu diesem Fall jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Seit Anfang September läuft die Jodverteilung der Behörden in Aachen. Noch bis Ende November können die Einwohner in der Nähe des Dreiländerecks im Internet Bezugsscheine für Jodtabletten beantragen und diese dann in Apotheken einlösen. Ein Anrecht auf die kostenlosen Tabletten haben Schwangere und Stillende und alle Menschen bis 45 Jahre. Zudem muss man im Stadtgebiet Aachen und offiziell gemeldet sein. Eine vergleichbare Verteilungsaktion gab es bisher bundesweit nur in Ausnahmefällen und nur in sehr begrenzende Region. Absolut krass. Und den Aachenern ist es ernst. Zitat, je nachdem, wie das genaue Szenario aussieht, haben wir ganz große Zweifel, dass wir es schaffen, Jodtabletten rechtzeitig zu verteilen. Das sagt der verantwortliche Koordinator Markus Krämer. Damit meint er verschiedene Faktoren, die das Horrorszenario Atomunfall maßgeblich beeinflussen. Wann passiert der Unfall? Nachts oder tagsüber? Wie ist das Wetter? Gibt es starken Wind und regnet es? Und damit im Worst Case nicht auch noch schnell und in Panik Ausgabestellen für Jodtabletten eingerichtet werden müssen, sorgt man in Aachen lieber vor. Und zwar nach der Empfehlung der Strahlenschutzkommission. Denn die empfiehlt für Gebiete der Außenzone für den Fall der Freisetzung radioaktiven Jods infolge eines schweren Reaktorunfalls die Verteilung von Jodtabletten. Eingenommen werden sollen die Tabletten aber nicht vorsorglich, sondern erst, wenn die Katastrophenschutzbehörde dazu auffordert. Das alles sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, heißt es in einer offiziellen Broschüre der Stadt. Trotzdem sagt das schon echt viel darüber aus, wenn Politik und Verwaltung so eine Maßnahme für nötig halten. Wir haben hier ja schon öfter über Atomunfälle berichtet und ihr alle kennt die fatalen Konsequenzen, die ein Störfall haben kann. Doch was bringen in einem solchen Fall Jodtabletten? Mediziner und Medizinerinnen sprechen von einer sogenannten Jodblockade. Die hochkonzentrierten Jodtabletten sollen also verhindern, dass sich radioaktives Jod in der menschlichen Schilddrüse einlagert. Durch die Einnahme wird das normale, nicht radioaktive Jod gespeichert. Die Schilddrüse ist gesättigt vom gesunden Jod. Die genaue Dosierung ist für einzelne Altersgruppen genau festgelegt. Erwachsene ab 46 Jahren sollen allerdings keine Jodtabletten einnehmen, denn hier sei das Risiko für schwere Schilddrüsenerkrankungen durch die Tabletteneinnahme sehr hoch. Höher sogar als das Erkrankungsrisiko, das herrscht, wenn radioaktives Jod aufgenommen wird. Die Städteregion Aachen rät dieser Altersgruppe, sich individuell medizinisch dazu beraten zu lassen. Und klar ist auch, die Jodtabletten schützen eben nur die Schilddrüse. Andere Organe können durch eine Strahlenbelastung trotzdem geschädigt werden. Mittlerweile sind etwa 40.000 Anträge für jeweils einen Aachener Haushalt eingegangen. Schätzungsweise wären damit rund 100.000 Menschen mit Jod versorgt. Anspruch haben insgesamt etwa 600.000 Menschen. Nach Angaben der Aachener Behörde haben sich wohl schon viele Menschen vor der Aktion Jodtabletten in den Apotheken geholt. Fest steht, die Aachener haben Angst und sind mehr als verunsichert. Immer wieder mal gibt es Katastrophenübungen gegen die drohende atomare Verseuchung. Viele halten die Verteilung der Jodtabletten als noch nicht ausreichend. Auch Schutzkleidung gegen den radioaktiven Staub sei wichtig. Die Aachener fordern, dass Tihange abgeschaltet wird, denn nur das sei ein effektiver Schutz für die Bevölkerung, doch bisher ohne Erfolg. Ihr Problem wird nicht kleiner. Das Atomkraftwerk Tihange, rund 65 Kilometer hinter der deutschen Grenze und in der Nähe von Lüttich, eigentlich ein unscheinbarer Kasten mit drei Druckwasserreaktoren, gebaut Ende der 60er Jahre. Der erste Block ist seit 1975 in Betrieb. Doch die Sicherheitssysteme sind absolut überholt. Immer wieder kommt es zu größeren Störfällen, zu größeren, nach denen der Reaktor für einige Zeit vom Netz genommen wird. 2012 wurden Risse in einem Reaktorblock festgestellt. 2014 explodierte ein Transformator und 2002 kam es zur bislang schlimmsten Störung. Ein Ventil stand einige Zeit offen, der Druck fiel ab und das Kühlwasser verdampfte. Eine Kernschmelze wurde durch die Sicherheitssysteme verhindert. Eigentlich hatte man sich in Belgien schon 2011 darauf verständigt, bis 2015 den Atomausstieg zu schaffen. Doch Belgien ist abhängig von der Kernkraft. Ohne sie
droht Stromknappheit. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit Super-GAU Tschernobyl. Da schildere ich den Ablauf der Tschernobyl-Katastrophe. Wenn ihr da mal einen Überblick haben wollt, ist das Video der Wahl. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.